Hallo Leute, recht herzlich willkommen auf den Kanal Lars Reiter. Wir sind in Folge Nummer 9 von Simotrans mit dem Comic-Pack. Ja, gehen wir die Pause rausmachen, fahren weiter. Die beiden Zügen haben hier gerade die Position gewechselt. Der eine fährt Richtung Königsbrunn, der andere fährt Richtung Lüneburg, würde ich sagen. Wir haben eine Marge von 14,14% im letzten Monat, glaube ich, gehabt. Das war sicherlich richtig gut für uns, da wir jetzt ein Plus erstmal haben und keine Sorgen haben, dass wir bankrott gehen. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir weiter schauen, wo die Passagiere stehen, die wir noch weiter befördern müssen. Wahrscheinlich ist irgendwo zu wenig Platz und sowas. Das gucken wir uns alles in dieser Folge an. Dann würde ich sagen, nach dem Intro gucken wir das weiter. Bis gleich. So, dann schauen wir doch mal rein hier. Was ist denn in Gütersloh los zum Beispiel? Da stehen 60 Passagiere. 38 davon wollen nach Bad Zwischenahn. Das ist natürlich reichlich. Wie viele stehen denn in Bad Zwischenahn? Da stehen 27. Das ist auch nicht wenig, ne? Das sind eigentlich zu wenig Kutschen, die hier fahren, ne? Sieht so aus, als ob hier 4 Stück fahren, ne? Oder ne, doch 4. 1, 2, 3, 4. Ne, da ist sogar noch eine fünfte. 5 mal... Ja, 5 sind ja auch noch viele Gäste, ne? Es ist schon fast zu überlegen hier, zack, wir fahren hier geradeaus und mal ab und zu nach Gütersloh rein mit dem Zug, oder? Stellen den vielleicht hier irgendwo auf Vollladen oder sowas oder wenigstens so und so viel Prozent, dann müsste das doch gehen, oder? Ich denke mal, das wäre doch eine Möglichkeit, das mal anzugehen. So, warte mal, hier geht das Gleis dann geradeaus nach da. Müssen wir hier einmal Bergbauarbeiten machen. Einmal diesen Hügel absenken, dann kann man da gerade runterfahren. Oh, bloß nicht WASD nehmen, ne? Fast schon wieder so schlecht gemacht, ne? Ja, lass uns doch mal das mit dem Gleisen hier machen. Das ist doch mal eine gute Idee, oder? Einen neuen Zug anlegen. Genau, schauen wir doch mal. Da ist das Gleis. Wir kommen von hier, fahren hier runter. Und ich würde dann hier das Bahngleis so machen wollen. Das geht ja schon mal ganz gut hier hin. Fahren dann hier rum. Dann da lang, oder? Wenn ich da, nee, dann nimmt lieber den Weg auch. Den würde ich auch tatsächlich nehmen. So passt es erstmal, oder? Das letzte Gleis hätten wir weglassen können. Und dann gibt es hier einen Bahnhof. Zwei Felder erstmal, ne? Wie immer. So, dann brauchen wir noch ein Signal. Das muss hier vorne stehen. Damit der Zug da immer schön hinfährt, ne? Und da dürfen wir keins hinsetzen. Weil das geht dann schief, glaube ich. Passt erstmal. Das machen wir zu. Gehen wir auf die Lupe. Gehen wir hier rein, müssen aber gleich passend abwarten, dass der sag schon, also einen Fahrplan braucht er auch noch. Fahrplan zur Linie, Gütersloh nach Bad Neuenahn, da, ne, Bad Zwischenahn, nicht Neuenahn. Passt. PZ für Personenzug. Bad Zwischenahn. Bad Zwischenahn. Da habe ich schon einen Tippfehler drin. Gütersloh. So, passt das? Bad Zwischenahn. Ah, nächster Tippfehler. Gütersloh. Das ist dann okay. Schuss. Und dann können wir das schließen, das Fenster. Und dann stand da Regionalzug gerade und jetzt steht da Personenzug. Aber das können wir gleich immer noch ändern. Das passt erst. Jetzt müssen wir gucken, der ist schon weg, ne? Genau. Und der andere ist ja noch nicht da. Das heißt, der kann jetzt starten. Und kommt jetzt hier rausgefahren. Und Fahrziel ist Gütersloh Rathaus. Das ist schon mal sehr gut.
Okay, das heißt, wir fahren da mit dem Zug dann auch runter. Bis zur Ausweiche ist es da. Okay, das sollte alles kein Problem sein, denke ich. Müsste funktionieren, oder? Sollte man hier noch ein Signal machen, dass der nur nach da rumfahren? Ich glaube, das machen wir mal besser, oder? Oder? Nee, brauchen wir nicht. Lassen wir. So, die Kutschen fahren ja jetzt alle. Die sind aber gleich alle nicht mehr gebraucht, sozusagen, schätze ich mal, ne? Hier sitzen nämlich überall noch Leute drin, ne? Und hier sitzen aber zwischenan immer noch 38 Leute. Und er lässt die jetzt einsteigen. So, 38 sind da drin. Jetzt wäre noch zu überlegen, die Linie so unten zu machen, dass der einige Gäste da auf jeden Fall drauf wartet, ne? Regionalbus Jena Köln. Warte mal, das brauchen wir nicht da, sondern Linie löschen, das ist okay. Und das hier ist jetzt der Regionalzug. Das haben wir jetzt geändert. Und ach so, nee, den Fahrplan brauchen wir noch. Da und in Bad Zwischenahn machen wir Mindestbeladung 50%. Machen wir mal 70% Schuss. Fertig. Fertig. Er ist schon hier unten. Das ist er da nämlich. Also da oben können wir keine Mindestbeladung machen. Da muss er aus dem Bahnhof raus, weil andere da herein wollen, ne? Und hier haben wir schon drei für Bad Zwischenahn wieder. Okay. Und die fahren ja auch noch alle hier. So, jetzt haben wir hier natürlich einen, der fährt schon mal los mit. Ja, das hier muss definitiv ausgemustert werden dann. Weil die würden uns ja definitiv die Fahrgäste wegnehmen. Und das wollen wir natürlich nicht, ne? Alle ausmustern, den da oben auch noch. Aber einer ist, fehlt noch, oder? Ist da noch oben einer? Nee. Wen habe ich denn jetzt nicht ausgemustert? Den wahrscheinlich, ne? Genau so ist es. So, Zug ist da. Zug hat 33 Fahrgäste geladen. Der muss jetzt irgendwie auf 42 oder sowas kommen, damit er fahren kann, ne? Jetzt hat er 33. Einunddreißig wären die Hälfte gewesen. 70% ist schon sehr hoch gegriffen, ne, oder? Fünf, zwölf zu Zwischenahn, okay. Die haben aber alle Zeit, die warten. Ich weiß nicht, ob das hier so jetzt mehr wird. Vielleicht sollten wir doch die Linie nochmal anpassen. Wann kommt der 34. ist dann die Frage, ne? Kommt der 34. ist die nächste Frage. Ich glaube, ich gehe noch mal in die Linie und ändere das noch mal. Lass uns hier eine 60 rausmachen erstmal. Das wären 36 Passagiere, glaube, ne? Ein bisschen mehr. Wären 37 dann. Aber hier ist noch keiner dazugekommen. Bei 33 stockt's. Ah. Stockt doch nicht so sehr. Da sind noch. Jetzt einer fehlt, glaube ich, noch. Dann fährt er. Einer fehlt, glaube ich, noch. Dann fährt er. So, eine Kutsche gleich weniger. Zack, ein Fenster weg.
Sind es nur noch 4. Jetzt muss noch der eine da kommen, ne? Der eine, der dann bedeutet, dass der Zug fährt. 58%, ja. 2% fehlen uns, also 37 sind es dann. Er hat aber schon Plus gemacht mit einer Fahrt, ne? Obwohl er vom Lokschuppen gekommen ist. Also eigentlich alles gut. So, jetzt bitte einen Passagier noch kreieren. Da ist er. Jetzt fährt er. Wunderbar, wieder 3 dazu gekommen. Es kommen immer 3 dazu. Okay, das können wir hier mal zumachen. Jetzt können wir mal gerade gucken, wie viel es da oben sind. Ah, sind nur 15 dann, ne? Der Rückweg wird wahrscheinlich teuer. Also mal gucken. So, noch 3 Fenster offen mit Kutschen, die noch hierher fahren. Beziehungsweise eine fährt ja schon weg. Wo treffen sich die anderen beiden denn jetzt? Ah, einer ist da und der andere ist da. Die haben sich hier wahrscheinlich getroffen. Wie sieht es da mit Passagieren aus? Oh, nur 22 drin. Aber Geld kommt da rein. Und wie sieht es bei dem hier gleich aus? 12 sogar nur, okay. Aber 71.000, das ist schon okay, ne? Was sagt unser Budget, beziehungsweise unsere Marge? Die ist erst bei 29, wir haben aber erst den 28., ne? Also alles gut. Also da muss ich da draufklicken, damit ich das hier sehe. Oh, jetzt sind es 196 miese, ne? Wir werden sehen, wie es weitergeht. Ja, nach Aachen würden wir auch fahren, ne? Dahinter ist ja sogar noch ein Ort mehr, ne? Wie viel stehen denn hier in Aachen? Ah, 22 Passagiere. Alle wollen nach Neubrandenburg, bis auf einer, der will in die andere Richtung. Und wie sieht's hier aus? Da stehen 6 Passagiere. Wie, ist da überhaupt keine Kutsche zu sehen? Ah, die sind alle da gerade losgefahren. Deswegen steht hier auch nur einer. Okay, sind die denn... Ja, die müssen alle voll sein dann, oder? Ja. Okay. Hier sind jetzt 15 drin. Wo ist der jetzt? In Gütersloh, okay. Ach so, das war ja er, der jetzt hier wieder zurückfährt. Also, wir stehen jetzt hier unten. 3 Passagiere nur. Ja, wenn so ein Zug da fährt, dann dauert's, ne? Aber im Endeffekt, 2 Fenster haben wir noch offen. Im Endeffekt ist es ja nichts anderes wie, ne? Wenn die so lange mit der Kutsche brauchen oder so lange im Zugabteil warten, bis er losfährt, ne? Wenn es da überhaupt Abteile gab in den kleinen Adlerdingern, da gab es bestimmt nur Einzelsitzbänke aus Holz. Wie sieht's hier jetzt aus? 54. 21 Achim. 31, 34 sind über Aachen. Hört sich auch so ein bisschen nach einer Dingens an, ne? Gehen wir erstmal auf die Weltkarte und gucken hier unten. Hier hat man auch noch so ein paar Verbindungen, ne? Ja. Was passiert hier jetzt? Da stehen 3, die Kutschen sind weg. Die letzte ist noch nicht mal voll geworden, auch interessant. Nicht so dolle. Das macht unser Bündestadt. 10 warten da. Da fahren auch Kutschen weg. Wie sieht's hier oben aus? Da warten 12. Da gibt's nur 2 Kutschen. Ah, das wären dann ja, aber 15 ist das jetzt so. Da kommt mir vor, als ob die letzte Kutsche dann doch besser die andere Richtung fährt, oder? Wenn die leer ist. Wie ist denn mit der vorletzten? Ah, die war noch voll. Ja, ist so eine knappe Geschichte, ne? Vielleicht machen wir auch eine Kutsche mehr nach da hinten. Lass uns noch eine Kutsche da drüben draufsetzen. Und Fahrplan ist Bünde nach Ettlingen starten. Fertig, dann fährt noch einer da hoch. Wollen wir hoffen, das passt. Aber hier dauert es jetzt ewig, bis der wieder fährt, ne? Allerdings, ja, das wird sonst zu teuer, würde ich sagen.
Ich bin jetzt echt am Überlegen, ob wir von Ettlingen jetzt mal hier rüberfahren nach Lüneburg zum Beispiel, ne? Ob es das bringt. Lüneburg-Burg, Lüneburg-Hafen, ne? Wäre hier oder so. Wollen wir das riskieren? Ettlingen ist da oben. Hier einen Hafen hinzubauen. Kostet einiges, ne? Also den können wir zumachen, das dauert ewig, aber irgendwann wird er schon wieder fahren. Und wie weit ist er jetzt hier? Er fährt schon da hoch. Okay, das geht ja dann auch. Wir stehen jetzt hier inzwischen zwischen A und 6 stehen hier, okay. Ja, was sagt die Marge? 25. Ja, ist ja nicht so prickelnd. Diesen Ausweich hätten wir wahrscheinlich auch sein lassen können. Wir stehen in zwei Brücken. Niemand, auch gut. Hier ist noch eine Kirche, sollte man die noch mitnehmen? Wer ist der letzte? Er hier, glaube ich, ne? Hm, sind drei drin, das passt, ja. Hier ist die Burg. Okay, drei. Ah, sind welche ausgestiegen und er fährt weiter, ne? Sollten wir nochmal nach Sehenswürdigkeiten gucken? Vielleicht, ne? Also diese hier ist jetzt vielleicht nicht so prickelnd. Die Burg ist auch nicht so prickelnd, glaube ich. Hier ist ja nichts. Wir müssen so ein bisschen nur einfach um die Städte rumrum gucken, ne? Das ist nichts, ne? Ne, da gibt's keine. Hier oben bei Achim Rathaus ist auch nichts. Bad Mergetheim hat auch nichts. Und das Friedrichsdorf ist hier. Ja, das müsste man nach Bad Mergetheim anschließen, ne? Hier ist jetzt nichts. Köln hat nichts. Hier ist auch nichts. Und Königsbrunn ist auch nichts. So, da haben wir ja noch so ein paar Städte vereinzelt. Aber wir können mal erstmal hier gucken. Hatten wir, glaube ich, noch gar nicht, ne, oder? Aber bei Ettlingen war nichts, bei Bünde ist nichts und unten bei Wittich ist auch nichts. So, Wilnshofen. Ja, wo bin ich jetzt, ne? Das ist. Also, mit dem Verschieben der Karte ist immer etwas schwierig. Hier gibt es eine Burg, ne? Die hat reichlich Fahrgäste, ne? Aber die Strecke dahin ist natürlich auch ein gutes Stück, ne? Weiß ich nicht, ob wir das schon machen wollen. Schwandorf ist nix. Lippstadt hat hier, ist auch relativ weit weg. Wie ist mit Erlangen? Ah, Erlangen, da gibt es gleich eine. Das machen wir auf jeden Fall. Und wir nennen. Ist auch nix. Das heißt, bei Erlangen machen wir jetzt mal gerade hier eine Busstrecke zur Burg. Eine Kutsche drauf und dann gucken, wie es wird, oder? Das Problem ist nur, das Depot kostet Unterhalt, ne? Vielleicht müssen wir das Depot danach wieder abreißen. Wie viel kostet uns das? Das kostet 320. Eins, ah, wir müssen das glaube ich hier. Warte mal, wie war das mit der Bushaltestelle? Das zwei oder drei Felder, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ah, das ist jetzt auch noch schwierig. Ich glaube, da müssen wir mal gerade hier dieses Feld hier so machen. Und dann landen wir da direkt an, ne? Ich glaube, wir kommen besser von da und fahren so rum. Dann machen wir hier. Das Depot dahin, ja, machen wir es dahin. Und dann noch zwei Bushaltestellen, diese natürlich. Immer zwei Felder. Da. Da.
Da. Ja, passt natürlich nicht. Aber ist egal, machen wir aber trotzdem dahin. Gut, dann haben wir das. Kreieren wir gerade die Linie. Da, neue Linie. Ist das Regionalbus? Erlangen, Burg. Halt hinzufügen, den und den. Und fertig, oder? Ja. So, dann hier ins Depot. Eine Kutsche ausgewählt. Und die setzen wir auf Regionalbus zwischen. Ne, das ist falsch. Sondern, Linie 4 hat er nicht genommen. Super. Und starten wir da. Das heißt, da können wir schließen. Und hier müssen wir Linie 4 nochmal umbenennen. Aber vergessen wahrscheinlich Enter zu drücken, ne? Schuss. Jetzt hat es geklappt. Und die können wir runternehmen. Alle sind davon der Dingens. Das passt dann schon. Linie löschen passt. So, Kutsche fährt. Keine Fahrgäste. Keine Fahrgäste. Einmal schneller laufen lassen. Nee, das war hier Benachrichtigung. Das auch nicht. Schneller laufen lassen ist hier. So, der war jetzt einmal da in Erlangen. Und jetzt war er auch da. Noch ist niemand da. Aber vielleicht wird ja jetzt was kreiert. Okay, das heißt, die Kutsche fährt. Und die Halte haben nichts. So, was macht unsere Marge? 17%. Wir haben Mitte August. Okay. Jetzt ist die Frage. Reiße ich das ab oder reiße ich das nicht ab? Was kostet denn das Depot? Ne, das war falsch. Da müssen wir hin. Oh, 5.000. Aber 320, das ist in ein paar Runden viel Geld, ne? 320, 10, keine Ahnung, noch nicht mal 20. Anderthalb Jahre vielleicht. Dann ist dieses Depot... Ha, oder? Aber wahrscheinlich reißt es uns die Marge runter, oder? Aber lass uns abwarten. Ah, drei Passagiere, drei Passagiere. Es geht los. Ja. So, die hat er schon geholt. Das bedeutet, die wissen Bescheid, dass sie da einsteigen können. Er hat jetzt drei Passagiere drinne. Und fährt 10,80 € ein. Es werden aber leider keine neuen kreiert zurzeit. Also die Kutsche fährt ja plus ein schon mal mit drei Fahrgästen jeweils. Also 50% Beladung hat es jetzt hier gebracht. Leider kommen keine weiteren Fahrgäste. Ah, doch, jetzt wieder. Jetzt ist die Frage. Ob sich das ausgeht auf Dauer. Da sind wieder drei Fahrgäste in der Stadt Erlangen gekommen schon. Ah, jetzt hat er sogar schon sechs da drinne. Jetzt ist die Frage, wenn hier 320 nachher steht, dann können wir das Depot lassen, sonst nicht. Aber dann muss der andere Unterhalt ja auch noch bezahlt werden. Ich würde sagen, wir lassen das mal und gucken, wie sich das ergibt. Haben wir auf dem Schirm, denke ich. Gut, nochmal in die Marge gucken. Ah, jetzt hier 3,01. Und was ist der Monat? 24. Vielleicht klappt das ja auch. Müssen wir schauen. Ich denke, wir machen hier wieder einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Abo macht, eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.